So, liebe Freunde, heute wieder Chemnitzer Fäden für den Monat März natürlich. Wir sind ein bisschen spät dran, aber kein Problem. Wir haben es nicht vergessen. Und jetzt, Wilfried. Ja. Gut. Also, liebe Freunde, Chemnitzer Fäden, ich grüße alle Fäden und alle Sympathisanten, Interessenten, Neugierige, die jetzt hier zu uns auf den Kanal kommen und vielleicht hier und da ein bisschen Unterhaltung und den ein oder anderen Gedanken und vielleicht auch für euch mal den Hinweis, diesem oder jenen, die vielleicht oder auch der Umgang nicht allzu leicht ist, die Dinge anders sehen, mal zu sagen, du, pass auf, guck mal dort und dort mal rein. Das wird vielleicht mal deine Gedanken etwas in die Gänge bringen. So, also starten wir los. Der Eingang oder Anfang wie immer, und da kann man kann es auch zu den Dingen, man kann sie nicht oft und zur Genüge sagen, weil genau das tagtäglich in x Varianten in unserer Öffentlichkeit stattfindet, nämlich dass den Leuten der Überblick verloren geht oder gar keinen erst haben, und das Ganze wird kanalisiert auf einen bestimmten Punkt, maximal zwei, und das wird dort, ja, und damit geht den vielen Menschen die Zusammenhänge verloren, und da lässt sich leider, wie man immer wieder feststellen muss, vieles unterbringen, obwohl es jetzt im Moment ja so läuft, dass vielleicht doch bei manchen das Nachdenken einsetzt, aber meistens leider immer erst dann, wenn sie es am eigenen Leibe spüren. So, also Überblick, die einfachste Variante, gerade eben auch Corona und Klima und was alles, der Blick auf den Atlas. Also hier sind wir, und bemerkenswert, da läuft nämlich was an im Moment, was eben vollkommen hinten runterfällt. Defender Europe 21 rollt an, also Verteidigung Europa, wen oder was sie da verteidigen wollen, gegen wen und was. Übrigens, wer vor 30 Jahren damals, als wir eigentlich geglaubt hatten, die große Konfrontation ist zu Ende, zu was dann eine NATO gebraucht wird, das hat mich damals etwas verwundert, also mir ging es so, aber damals hatte man noch ein gewisses Maß an Vertrauen an das, was uns, oder an Demokratie, ich glaube, dieses Vertrauen ist bei vielen zumindest verbraucht, schon lange. Ja. Na, hier, darum geht's. Und dann, na, unendliches Kriegsgerät, Massen von Soldaten, zigtausende, Kriegsgerät ohne Ende, und das verursacht durch kein CO2, und richtet auch sonst der Umwelt keine Schäden an. Ja, das kommt aber in unserer Öffentlichkeit, unseren Talkshows und anderswo, kommt das natürlich nicht an. Die Masse wird auf Corona eingeschossen. Trotz Klimawandel. Also, da kann man nur, findet den Fehler. Woran liegt es, dass das so locker nach hinten runtergeschoben wird in unserer sogenannten Öffentlichkeit? Übrigens, interessanterweise, diesmal sehr stark Ost-Südosteuropa wird hier eingebunden. Da kann man mal zurückdenken, schon auch über 20 Jahre her, als die Balkankriege stattfanden. Und das ist im Nachhinein nochmal ein klarer Hinweis, um was es da wirklich ging. Ja, um die Demokratie und die Freiheit wahrscheinlich wohl nicht. So, auch dieses Mal wieder der Hinweis. Vielleicht der ein oder andere schafft's. Wir können vergleichen, dass der ein oder andere sich aufraffen kann, seine Erfahrungen, die er in zwei Systemen gesammelt hat, wir können vergleichen. Er kann sich gerne hier unter dieser E-Mail bemerkbar machen. Und die Themenpalette ist ja vielfältig, und ich glaube, in den letzten Monaten ist mancher hinzugekommen, der immer der Meinung war, das geht mich nicht an, ich muss mich um mein Geschäft kümmern und ich kann mir keinen Ärger leisten. Ja, jetzt kriegt er, ob er es wahrhaben will oder nicht, und bringt dann vielleicht den einen oder anderen dann doch zu Gedanken, die er vielleicht mehr als über seine eigenen vier Wände hinaus mitteilen möchte. Das kann er ja gerne tun. Vor allen Dingen Leute, die ein Berufsverbot aufgezwungen kriegen, das kommt noch mit dazu, die sollten eigentlich schon aufgewacht sein oder noch aufwachen.
Nochmal die etwas andere Form. Wir können vergleichen. Auch das läuft so ein bisschen noch mit nebenbei. Gehen wir heute in unserem Hauptteil mal mit drauf ein. Oder spielt dort eine gewisse Rolle. Und auch wenn mancher, ich sag's ruhig mal, das gibt vielleicht auch hier oder da ein bisschen Diskussion, dass es auch anders geht. Man muss ja nicht alles übernehmen, aber wir können eben vergleichen, diesen großen Bogen zu schlagen, von damals zu heute. Ich glaube, da tut sich wohl manches auf. Und ich muss ehrlich auch zugestehen, dass ich vor 30 Jahren, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen, aber heute sind die Konturen sehr deutlich, was gewollt und was nicht gewollt ist. So, wir kennen zwei Systeme und das erinnert und eingefädelt von den Chemnitzer Fäden. Hier noch einmal für die, die vielleicht den Monat April noch nicht für die Natur und noch nicht so ausgiebig einladend ist, dass er vielleicht den Abend oder was auch immer mal am PC verbringt und hier nochmal anschauen kann, was wir in der Vergangenheit hatten. Also heute mit 66 Jahren. Das ist also unser Thema heute. Und wir haben einen Gast, der uns heute diesen Hauptteil bestreitet. Das ist der Sandro. Von mir kommt jetzt nur noch der Vorspann, die schöne Rentnerbank. Ja, und die vielen fröhlichen, lustigen Rentner. Und dann wird vielen noch dieser, konnte oder aus dem Text, der vielen bekannt ist. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich als Rentner bin und so weiter, Udo Jürgens. Ich glaube, wir werden uns noch wundern, allerdings, das war eben noch die Zeit, oder aus den Zeiten, das ist schon wieder fast 50 Jahre her, als der Westen noch der Westen war. Das ist er aber schon lange und längst nicht mehr. So, jetzt kommt der Sandro mit seinen Gedanken, den er euch uns hier für unseren Hauptteil beisteuert. Und wir sind mal gespannt, was er sich da so, was ihm zu diesem Thema so eingefallen ist. So. Nettolohn im Jahr hat man als Rente gezahlt gekriegt.
abgeschmissen hat. Das heißt nicht bloß Vollverdiener, Vollzeitbeschäftigung, sondern auch Teilzeit und Geringverdiener. Und wenn man das Ganze dann hochrechnet, ist für die Vollbeschäftigten das Rentenniveau bei 45%. Kommen wir mal zu den Kosten der Rente. Ganz kurz als Abriss, ich werde da noch näher darauf eingehen, vor allen Dingen, weil das sehr interessant ist, wenn man sieht, den Verwaltungsaufwand ringsherum. Wir haben in der BAD aktuell 21 Millionen Altersrentner. Den gegenüber stehen 15.000 Mitarbeiter der Rentenverwaltung, also Rentenkasse, Knappschaft, was man alles so kennt. Die betreuen nicht bloß die 21 Millionen Altersrentner, sondern auch die Berufsunfähigkeitsrentner und auch die Leute, die sich in Reha befinden oder im Kur aufhalten und so weiter oder in der beruflichen Wiedereingliederung sind. Die werden von diesen Leuten auch betreut. Aber das war es im Großen und Ganzen. Es sind knapp 28, 29 Millionen, die sie zu betreuen haben. Dafür stehen zur Verfügung 15.000 Angestellte. In der DDR hatten wir, in der genannten, haben wir das Problem gehabt, die schöne Sache dieser Sozialversicherung, dieser Einheitsversicherung, das große Ganze für alles, war Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, alles eins. Und da hatten wir vor 14 Millionen Einwohner in der DDR 6.400 Mitarbeiter, die das bearbeitet haben. Und zwar auf ganzen zwei Ebenen, auf Bezirksebene und am Schluss auf Staatsebene. Und die haben das geschafft. Wenn ich jetzt bei den heutigen Sozialversicherungen noch die Krankenkassen und Pflegekassen mit reinrechnen würde, und die Angestellten dazu, würde uns objektiv auffallen, dass ein riesengroßer Wasserkopf an Verwaltung dranhängt in der heutigen BRD und dass das wahrscheinlich auch die Sache so teuer macht. Würde sich fast aufdrängen, weil die Rentenbeiträge sind fast identisch, was eingezahlt wird und was ausgezahlt wird. Was eingezahlt wird. Nur, wir haben 10% in die SV eingezahlt und der Arbeitgeber auch nochmal 10% in die SV, DDR. Und damit war alles abgedeckt. Damit war Krankenversicherung abgedeckt, damit war Pflegeversicherung abgedeckt, damit war Rentenversicherung abgedeckt. Heute zahlen wir alleine für die Krankenversicherung und für die Rentenversicherung fast 30% vom Brutto. Das ist ein Riesenbatzen Geld. Ja, hängt auch ein Riesenwasserkopf Verwaltung dran. Da braucht man sich in dem Zusammenhang dann auch nicht wundern, dass unsere geschätzten Rentenkassen ständig leer sind und ständig über gewisse Nachtragshaushalte der Bundesregierung gefüttert werden müssen. Allein im Jahr 2020 sind in den Nachtragshaushalt alleine für die Rente fast 120 Milliarden Euro eingeflossen, damit man dann hinterher am Jahresende verkünden kann, dass noch 4 Milliarden übrig sind in der Rentenkasse, weil ja die Renten sind so sicher wie nie zuvor. Wo soll man sich mal die nüchternen Zahlen gegenüberstellt, dann sieht man eindeutig ein was, ein riesengroßer Betrug. Renteneinnahmen im vorigen Jahr beliefen sich, im Jahr vorher, kann man es nur genau sagen, weil im Jahr 2020 haben wir ja diesen kleinen Corona-Wahnsinn. Da sind die Zahlen weitaus anders und die sind auch noch nicht alle öffentlich. Im Jahr 2019 kann man sagen, sind 211 Milliarden Rentenbeiträge erwirtschaftet worden in der Wirtschaft und eigentlich 309 Milliarden Euro Renten ausgezahlt wurden, plus Verwaltungskosten, bla bla bla, eine Differenz von fast 100 Milliarden. Wurde damals auch schon ausgeglichen. Vor bisher haben sie grundlegend im Haushalt schon 90 Milliarden drin gehabt, vorsorglich, um diese Rentenlücke auszubügeln, und haben dann im Jahresverlauf, Ende November oder Anfang November,
10 Milliarden Mark geschossen. Ich bin gespannt, wie die endgültigen Zahlen dann zu Mitte des Jahres, können wir damit rechnen, mal ausgesehen haben. Fakt ist, die Rentenkasse ist so leer wie nie. Und, ja, was soll man den Leuten sagen, die 45 Jahre gearbeitet haben? Hier ist ein großer leerer Topf. Kannst mal groß reingreifen, kannst das rausnehmen, was deiner ist. So, kommen wir mal ins Detail. Wir fangen an mit dem DDR-Rentensystem, weil wir ja vergleichen. Punkt 1. In der DDR gab es eine Mindestrente. Und zwar in Höhe von 280 Mark. Die war für alle, die mindestens 5 Beitragsjahre hatten, war die verpflichtend zu zahlen. Die ist dann in den folgenden Jahren sogar noch gestiegen. Hat sie dann auf 320 Ostmark erhöht, dann auf 370, schließlich auf 470 im Jahre 1989. Das war die sogenannte Mindestrente, die es in der DDR gab. Allein das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Fakt. Die Mindestrente streitet man sich jetzt, um die einzuführen. Aber ich sehe mal, das wird noch nicht zu schnell kommen. Vor allen Dingen immer im Hinterkopf behalten, die Rentenkasse ist eigentlich leer. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Schönen, was viele Angst haben, Rentenberechnung DDR. Und das ist wirklich nicht kompliziert gewesen. Das war kein Hexenwerk. Und das wird wahrscheinlich auch diesen riesengroßen Unterschied ausgemacht haben, was die Verwaltung angeht. Aber auch dadurch, dass es so einfach gestrickt war oder relativ einfach, war es relativ sozial, also auch sehr gerecht und hatte auch den Vorteil, dass viele, viele Sachen mit eingerechnet wurden, die heute unter den Tisch fallen. Und natürlich waren alle drin in diesem System. Es haben alle eingezahlt. Egal, welchen Berufsstand sie hatten. Selbst die Selbstständigen mussten in diese Kasse einzahlen, weil es ja nichts anderes gab. Die haben dann bloß beide Beiträge übernommen, und zwar den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil, also sprich 20%. Dann war unser DDR-Rentensystem folgendermaßen aufgebaut. Wir hatten zuerst mal, wurden angerechnet, Zurechnungsjahre für Kinder. Eine Frau hat pro Kind ein Jahr gekriegt, also Anrechnungszeit auf die Rente und ab dem dritten Kind jeweils 3 Jahre. Praktisch, die kamen obendrauf auf die Erwerbsjahre. Dazu kamen noch die normalen Jahre, wo sie arbeiten waren. Ja, und dann gab es noch die freiwillige Zusatzrente mit einem unheimlichen hohen Betrag von 3 Mark monatlich. Rechnungssätze. Man ist immer von 15 versicherungspflichtigen Jahren ausgegangen als Grundberechnung und dann hieß es Mindestrente, erspart ist bleibt unangetastet und die Rente wird jährlich angepasst an den Bedarf und ein Zuverdienst ist generell möglich. Und dann gab es diese berühmten Geldwertenleistungen. Heute heißen sie vermögenswirksame Leistungen, wo so man da genau dahinter guckt, siehe Riester und so weiter, was das alles möglich gibt und Bausparverträge. Am Ende wird man doch beschissen und mittlerweile ist denen ihre Absicherung auf 100% auch weg. In der DDR hießen diese Geldwertenleistungen halt ermäßigte Eintrittspreise für Rentner. Die völlige Befreiung von Kranken- und Pflegeversicherungen, da träumen wir heute davon. Und Rentnerwohnungen waren unkündbar. Im Ganzen gesehen, auch wenn das weniger Rente waren, ich sage im Idealfall 910 Ostmark Netto-Rente. Man muss auch sehen, die Lebenshaltungskosten in der DDR waren im Allgemeinen viel niedriger. Und dann ging es natürlich in der DDR weiter. Die DDR galt ja als sehr familienfreundlich und das schlägt sich natürlich auch in Rente nieder. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Anrechnungsjahre für Kinder, die dazukommen. Das hat dann auch zum Ergebnis gehabt, dass nach der Wende teilweise die Ostrenten bei Frauen lange Zeit weitergezahlt werden mussten, weil sie höher waren, als sie ihnen im Westen zugestanden hätten, nach dem Beitritt der DDR. Mussten die Ostrenten für viele Frauen wirklich jahrelang noch weitergezahlt werden, bis die Rentenanpassung so weit war, dass
erwirtschaftet, in Anführungsstrichen, gehabt. 4 Kinder 12 Jahre, 5 Kinder 5 Jahre gibt es dann selber. Dann gab es diese Stufen der versicherungspflichtigen Beschäftigung. Wer 20 bis 25 Jahre gearbeitet hat, bekam automatisch 1 Jahr dazu, also 26 Jahre im LJ-Fall. 25 bis 30 gab es 2 Jahre dazu, 30 bis 35 Jahre gab es 3 Jahre dazu und 35 bis 40 Jahre gab es 4 Jahre dazu. Und ab 40 Erwerbsjahren gab es 5 Jahre. Für Frauen zählte auch Schwangerschaftswochen sowie Mutterunterstützung, wurde auch mit angerechnet. Und das Ganze wurde einfach genommen, die Arbeitsjahre, zu 1% gerechnet. Dann hat man den letzten Lohn genommen, also den letzten Lohn, den Durchschnittslohn der letzten 20 Jahre. Und dann hat man den mit diesem Prozentsatz, der sich ergeben hat, verrechnet. Im Höchstfalle durfte es aber 59% sein. Wie kommt der Blödmann dann auf die Idee, dass wir 91% Rentenniveau hatten, wenn der Höchstsatz an Prozenten 59% betragen durfte? Ja, weil ganz einfach auf diese Summe kamen dann noch die sogenannten Festbeträge obendrauf. Und die waren bei 25 Arbeitsjahren 170 Mark, bei bis zu 30 Arbeitsjahren 180 und dann am Ende über 40 Arbeitsjahre hatte 210. Die kamen noch obendrauf. Und dann kamen noch die Gelder aus der freiwilligen Zusatzrente obendrauf. Und damit ergibt sich dann so eine schöne Zahl von 91% Rentenniveau. Und denke mal, so wie man hier mit Kindern umgegangen ist und mit Erziehungszeiten sowie Ausbildungszeiten, war das weitaus sozialer und familienfreundlicher, als wir das heute erleben und heute auch haben. Und aus diesem Grunde, wenn wir das jetzt mal dagegen stellen, wie heute die Rente berechnet wird, dann geht der Spaß schon mal los. Wir haben Entgeltpunkte. Und dann haut es den Ersten schon aus den Latschen. Dann macht es sich richtig schön kompliziert und undurchsichtig. Ein Entgeltpunkt entspricht dem Durchschnittsverdienst des ganzen Jahres. Und da muss dem Durchschnittsverdienst in der BRD entsprechen. Der Durchschnittsverdienst in der BRD beträgt 3.994 Euro. Brutto. Jetzt frage ich mir grob in die Runde, es sind viele, viele Leute da, es sind auch viele Ältere, die ja gerne zusehen, aber wer verdient das denn? Vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, das sind die wenigsten, die so viel haben. Hat man weniger im Jahresdurchschnitt als dieses, dann wird prozentual schon der Rentenpunkt runtergerechnet. Das heißt, habe ich 2.500, bin ich schon bloß noch bei 0,7 Rentenpunkte für dieses Jahr. Und das rechnet sich dann hoch. Und da kommen dann solche lustigen Späße raus. Da kommt noch drauf an, ob ich, wann ich in Rente gehe, aus welchem Grund ich in Rente gehe. Das sogenannte Zugangsfaktor wird dann noch berechnet. Dagegen steht dann der aktuelle Rentenwert, was so ein ganzer Punkt wert ist. Also aktuell ist er in Westdeutschland 34,19 Euro wert, ein Entgeltpunkt. Und in der ehemaligen DDR ist der Wert 33,23 Euro. Das ist fast ein Euro Unterschied, aber ist das nicht egal. Bei gleichen Lebenshaltungskosten muss man natürlich so sagen. So, und dann gibt es ja noch die Unterscheidung. Also vollweise Rente, da ist ein Rentenpunkt mit noch 0,2 wert, bei halbweise Rente 0,1, Witwenrente ist es 0,55. Nur Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten sind zu 1% gerechnet, also zu 1 Punkt. Ja, wer soll da durchsehen? Vor allem Jahr für Jahr und tralala, ergibt natürlich ein gigantisches Mehr an Aufwand, obwohl man es eigentlich so schön einfahren könnte. Und hier zahlen auch nur die normalen Arbeitnehmer mit ihren Arbeitgebern ein. Wir sind keine Selbstständigen dabei, wir sind keine Beamten dabei, wir sind keine Militärs dabei. Dann können sich viele noch gehört versichern, wir sind ja auch nicht dabei. Ja, und dann so ein kompliziertes System,
ausgezahlt werden, jedoch jeweils zu 9,3%. Und da reden wir nur über Rente. Da reden wir nicht über Pflege, da reden wir noch nicht über Krankenversicherung. Und dann kriegt man das raus, was man heute hat, die 45% im Idealfall. Und davon muss man dann auch bitteschön noch Krankenversicherung und Pflegeversicherung weiterzahlen. Ich weiß nicht. Haben wir da nicht ein bisschen was eingebüßt? Gut, man kann jetzt sagen, aber nicht am Freiheiten gewonnen oder vermeintliche Freiheiten. Anders haben wir definitiv. Wir haben über die Zeit mit der Aktion viel, viel, viel dazugelernt. Und das ist auch, kann man uns nicht wegnehmen. Aber die Zahlen sind schon, ich würde mal sagen, ein bisschen erschreckend, wenn man das genauer nimmt. Wie mit einem riesen komplizierten System unnötigerweise ein riesen Verwaltungsaufwand betrieben wird, um die Sache unheimlich undurchsichtig und auch teuer zu machen. Und damit möchte ich mich langsam verabschieden. Denkt in Ruhe drüber nach. Die Zahlen, die ich eingeladen habe, sind im Normalfall von 2019, weil von 2020 mit diesem Corona-Spaß sind die Zahlen nicht so aktuell und auch nicht so repräsentativ für die Gesamtsituation. Aber ich kann euch gleich sagen, die Zahlen für 2020 sind erschreckend. Das, was schon bekannt ist, alleine für die Rente, was an Einnahmen reingekommen ist durch die Kurzarbeit und so weiter, wird ein weiteres tiefes Loch in die Rentenkasse werfen und auch in den Sozialstaat. Man muss sich wirklich, und so böse wie es klingt, und ich bin kein Panikmacher, um solche Sachen wie Rente, Sozialversicherung und so weiter ernsthaft Sorgen machen. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, vielen Dank für den Gastbeitrag von Sandro Reichel. Ja, ich danke dem Sandro für seine Gedanken, die er sich gemacht hat zum Thema Rente, was natürlich ein so komplexes Thema ist, dass man reihenweise Abende füllen kann. Und danke dem Sandro, dass er sich auch die Mühe gemacht hat. Wie offenkundig ist, der Sandro gehört natürlich schon zu der Generation, wo die Zeiten mit 66 Jahren ne, und so, wie wir es gerade hatten, wo das natürlich so nicht mehr funktioniert. So, da gehöre ich ja noch zu der Generation, das kann ich ja auch sagen, die noch so schnapp ab den relativ guten Teil abgefasst haben. Dabei kann ich mich an meine Großmutter erinnern, im Osten, muss man ja auch dazu sagen, die immer erzählt hat, wie schön die Renten sind. Ach, im Westen bachert die sich, das muss man auch sagen, im Vergleich dazu, was da im Osten war, das war doch sehr bescheiden, muss man ehrlicherweise zugeben. Und mit der Wende gehörten eigentlich die Rentner im Regelfall zu den Gewinnern, muss man deutlich sagen. Aber, wie es dann so ist, es war absehbar. Irgendwann, wer so ein bisschen mitgedacht hat, der hat sich so gesagt, wie lange lässt sich das aufrechterhalten? Und schwuppdiwupp, dann kam Schröder
Und mit den sogenannten Hartz-Reformen, was alles kam, kam auch die Rente. Und damit war Schluss mit dem einstigen Paradies. Und wie es dann weiterging, das habt ihr viele auch erlebt. Hier haben wir das Bild, auf das komme ich gleich noch mal zu sprechen, von Wolfgang Matthäuer. Das ist schon so das einzige Rentnerparadies, was da so schwebt. Und alle, das ist ja sehr vielsagend. Und alles auf der Autobahn in Richtung des Rentnerparadieses. Ja, das wird wohl was sehr vielsagend, was sich so viele Menschen sich vorgestellt haben. Was ich als bemerkenswert finde, wie gesagt, ist auch die Komplexität, wie gesagt, dieses Systems. Und da muss man auch ein ganzes Stück weiter denken und in Zusammenhängen, als wie das Ganze eigentlich nur auf Geld und Paragraphen. Und ein Problem ist, auf Geld und Paragraphen, sondern gehört weitaus mehr dazu, zu den Rahmenbedingungen. Allein das reicht nicht aus. Und ich will das nochmal und hier einen Gedanken mal hineinbringen. Das ist, wie gesagt, das Bild von dem Maler, sehr bekannten, inzwischen verstorben, Wolfgang Matthäuer bei Günter Gauss. Das hatten wir schon mal hier, weil es hier ein paar grundsätzliche Gedanken drin sind, die passen fast in alle Themen hinein. Das waren dasselbe Fragen zur Person, das ist auch noch im Internet, in dieser Sendereihe. Und da steht es einmal. Jede heranwachsende Generation muss eine Autorität, eine Beziehung zur Gemeinschaft, wie zur Familie, so auch zu der größeren Gemeinschaft haben. Also die Reduzierung auf Geld und Paragraphen, das funktioniert nicht. Das ist zu wenig und zumal wir auch langsam mitgekriegt haben, unser Geldsystem, das ist ein Kartenhaus, das wissen wir eigentlich auch alle. Und deshalb, wenn nicht Menschen für Menschen aufkommen, wird das Ganze schon schwierig. Aber ich will es noch mal ein Stückchen weiterführen und will noch mal den Gedanken hier bringen. Eben genau, weil ich sage, Geld und Paragraphen reicht nicht. Alleine mit dem, da kommen wir noch mal dahin. Wir junge Pioniere lieben unsere Eltern. Hier in der Betriebsanleitung, also ich meine dieses Grundgesetz, mit dem ich so ein bisschen mein Problem habe. Aber gut, inzwischen müssen wir froh sein, dass wir wenigstens noch das einigermaßen noch behalten können. Zumindest in der Praxis. Im Recht halt die Würde des Menschen. Ne? So wird die Oma ins Koma gesungen. Pandemie vorbei und Oma auch. Wir können vergleichen. Wir kennen zwei Systeme. Das heißt auch, aufgefallen und eingefädelt, das ist von dem Herrn Böhmermann, einer hier der Systemgaukler oder Hofnarren, die hier die Masse bei der Laune halten. Und wenn man hier einmal darüber nachdenkt, kommen ganz andere Dinge zum Tragen. Ich will nur einmal daran erinnern, weil hier eines komplett das gesamte Leben abgebildet wird. Dann muss ich, wenn ich hier an dieses System herangehe, das Thema Bildung auch mit heranziehen. Zum Beispiel, erinnern wir uns mal, also ich kenne das noch, dass in der Schule es auch schon einen Teil Schüler gab, die mit der 8. Klasse, also mit 14 Jahren, die Schule verlassen haben. So, jetzt nehme ich mal einen Beruf her, eine Reihe Berufe, die auch im handwerklichen Bereich angesiedelt sind. Ich kann nicht im Regelfall, ich sage Regelfall, von einem Dachdecker erwarten, dass er mit 60 noch auf dem Dach rumrackert. Das wird im Regelfall nicht funktionieren. Oder ein Fliesenleger da auf dem Knie, nur was weiß ich dort, nach dem Fußboden fließt und. Das wird so nicht hinzubekommen sein. Dafür brauche ich aber keine 10 Jahre und wie wir nun auch langsam mitkriegen, dass die heute bis in der 10. Klasse durchgeschliffen werden, nennen wir es ruhig mal so, dessen Wissens- oder Kenntnisstand, der liegt mal nicht viel höher als der damals zu unseren Zeiten mit 14 Jahren gegeben war. Ich will auch mal daran erinnern, dass wir noch, also ich gehöre zu der Generation, die noch das Kopfrechnen gelernt hat, dann kam die Generation Taschenrechner, die konnten schon immer mehr rechnen im Kopf rechnen, so die eigentlich heute schon aktuell sind, und dann kommt die Generation Digitalisierung, die können gar nicht mehr denken, nennen wir es mal so. Ne? Sind aber wahrscheinlich auch nicht gewillt, in Buckel krumm zu machen. Ja, was bleibt denn dann übrig? Allzu viel ist es dann wohl nicht mehr. Also ich will hier damit nur andeuten, wie komplex das ist und wer in der Komplexität nicht rangeht, der kann es sein lassen. Und wir wissen auch, dass seit Jahren, seit Spätestens offenkundig ist, dass das einzige der alten Bundesrepublik, wo es den schönen guten Westen noch gab, dass das schon lange und längst nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.
Und seitdem wird nur noch rumgeschustert und rumgebastelt. Und interessanterweise habe ich den letzten Tagen hier und da mal so gehört, in Fernsehsendungen, dann kommen hier und da die ersten oder in den Medien, wenn man die Zeit hat, mal alles ein bisschen genauer durchzulesen, die plötzlich jetzt ganz das Grundsystem in dieser ganzen sogenannten Pandemie immer mehr offenkundig wird, wie sehr sich diese Gesellschaft und dieses System vergaloppiert haben. Gerade diese Krise, nennen wir es mal Krise, diese Pandemie, zeigt offenkundig, wie weit ein System im Notfall, im Problemfall, unter Krisensituation, nennen wir es einmal so, wie kann ich dann die Probleme lösen? Und es zeigt immer mehr, wie sich dieser ganze Bürokratenstaat mit seinen Tonnen von Paragraphen sich vollkommen verfahren hat und hinten und vorne nicht mehr klarkommt. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass die Ersten jetzt so ein bisschen aus der Deckung kommen. Und das sieht beim Rentensystem nicht besser aus. Und das Problem, und damit zeigt sich auch, dass sich dieser Staat zum Teil vollkommen vergaloppiert hat. Man hat jahrzehntelang das System verwaltet, statt den Realitäten ins Auge zu sehen. Und das hat man nicht getan. Man wollte es auch nicht. Könnte ja die Wahlergebnisse wieder in Frage stellen. Das wollte man ja nicht. So schiebt man ein Problem bis zum nächsten. Und jedes Mal wird gerade wieder die notwendigste Reparatur abgeleistet. Grundsätzlich das anzugehen, getraut sich niemand. Und es wird, ja, es tut sich das ungute Gefühl auf, dass man erst dann dazu bereit sein wird, wenn wieder alles in Scherben liegt. Leider. Ja, das waren so ein paar Gedanken nochmal, die ich mitbringen will, weil man das komplex sehen muss. Und da gehört zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, auch mal darüber zu diskutieren, da fangen wir doch wieder in Teilberufe an. Mit 14 Jahren, es ist gegangen. Und wenn ich viele von euch, vielleicht die jetzt hier uns zuhören, werden sich noch erinnern können, dass dass in der 8. Klasse eine ganze Reihe rausgegangen sind. Und wenn man dann später Klassentreffen hatte, ist man dann erstaunt, was mancher dann doch noch beruflich welche Entwicklung genommen hat. Und mancher Überflieger von damals, ja, das war dann doch, hielt sich dann doch in Grenzen. War dann doch ernüchternd. Das war dann ernüchternd, wie du sagst. Und deshalb hat das auch was mit Altersweisheit und nicht Marke Greta und wie diese Typen auf der Straße rumrennen. Richtig. Ich habe es auch eingangs gesagt und auch hier nochmal die jungen Pioniere. Ich sehe heute nach 30 Jahren oder 50 Jahre her und länger, sieht man die Dinge schon ein ganzes Stück anders, als man sie damals gesehen hat. Das gehört einfach auch zum Leben. Stattdessen schiebt man diese Halbwüchsigen nach vorn und die sollen hier die Gesellschaft aufmischen und wollen dann ihren kurzsichtigen Ding dann, dieser Gesellschaft ihren Stempel aufdrücken. Das sind vollkommen daneben. Also das war nochmal zu diesem... Ich hätte noch was hier, die jungen Pioniere lieben unsere Eltern und achten unsere Großeltern. Na, Großeltern, genau. Sind ja Eltern. Ja, ne? Ja. Na? Aber jetzt nicht spezifisch jetzt auf die Eltern, aber achten. Das hat damit zu tun, zwischen in der Straßenbahn oder sowas. Das gehört dazu. Da steht mal auf, ne? Wenn dann ältere Leute kommen. Ja? Das kann man dort auch mit reinbringen. Ne? Das sind viele, das sind scheinbar erstmal kleine Dinge, aber in der Summe zusammen ist der Unterschied. Ja. Richtig, ne? Richtig. Wie du schon sagst, es ist sehr komplex. Und wir haben heute bloß ein paar Sachen mit angesprochen, aber ich denke mal, die sind wirklich erwähnenswert und erwähnenswert. Genau. Weil es auch nicht stattfindet. Das wollen wir auch Gedanken mal, das müsste eigentlich auch von denen, wo man es erwarten müsste, die alles ganz anders machen können, da kommt leider auch nicht allzu viel oder wünschenswert, dass da mehr käme. Genau. So, das vielleicht doch mal an dieser Stelle. So, nun wollen wir noch mal, nun hat sich ja Frau Merkel, die hatte ja schon die Türklinke in der Hand, und hier wollen wir nochmal die, ne, denken wir nochmal dran. Und ja, man macht lieber Streik, statt wie es anders geht. Das haben wir alle selbst kennengelernt und wir sind nicht gestorben daran. Wir kennen zwei Systeme. Erinnert und eingefädelt von den Chemnitzer Fäden. Ja, ich hatte schon kurz
da die Dame sich jetzt schon eigentlich die Türklinke in der Hand hatte, aber jetzt wahrscheinlich sich nochmal rumgedreht hat. Das war so der letzte Schrei von ihr. Wenn es mal gar nicht anders geht, dann trete ich die Flucht nach vorn an und bitte meine Untertanen um Verzeihung. Und das wird dann sogar noch von den Hofberichterstattungen als Erfolg und als Zeichen von Führungsstärke gewertet. Ja. Die verkaufen auch die letzte Niederlage auch noch als Endsieg. Ne? Das kennen wir ja auch alles. Genau. Ne? So. Und wollen wir hier nochmal, ne, das war es erst vor kürzlich, also, ne? Na, das ist doch ganz klar. Nach der einen Welle kommt immer die nächste. Ist wie an der Ostsee. Ne? So einfach. Aufgefallen. Ja, so. Also. Und der letzte Hinweis, aller guten, aller Mensch und Dinge sind drei. Aber wenn ihr nicht spurt, gibt es Stubenarrest, ich meine Homeoffice. Ne? So, das sind dann die Lösungen, die diese Dame anzubieten hat. So, mit diesen weniger erbaulichen, aber doch vielleicht den ein oder anderen Anstoß oder Denkanstoß, den wir euch heute, den wir euch so mitgeben konnten, vielleicht aufs Osterfest. Lasst euch nicht zu viel faule Eier, lasst euch keine faulen Eier ins Nest legen und bleibt schön frisch, patriotisch, heimatverbunden und vor allen Dingen bodenständig. Und wir verbleiben bis zum nächsten Mal als die Chemnitzer Fäden. Und das wird auch wieder im kommenden Monat sein, im April. Das ist dann kein April-Scherz. Das Thema steht noch nicht ganz fest. Und ihr könnt euch darauf verlassen, wir werden auch im kommenden Monat für euch präsent sein. Dann wünsche ich euch ein frohes und entspanntes Osterfest. Ja, danke Wilfried für deine Ausführungen. Ich möchte an den Sandro Reichel noch ein Danke senden für seinen Beitrag. Und das wäre es erstmal wieder gewesen. Ich hoffe, es war interessant und es hat euch gefallen. Und man hört und sieht sich wieder. Wir wünschen eine schöne Zeit und passt auf euch auf und hinterfragt alles. Tschüss.